Hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commander Krieger und World Documenter 27, natürlich mit dem Schnubbi. Ja, ich bin auch wieder mit dabei. So, wir spielen heute mal. Komm, du hast letzte Runde hast du gelernt, wie es geht, deshalb spielen wir jetzt Hardpoint. Oh. Was habe ich gelernt, wie es geht? Ja, draufgeschissen. Oh, da kann der Lightning Strike, glaube ich, abräumen. Oder ein Geschütz. Ja, oder kann alles abräumen. Oder ein Guardian. Ja, Guardian, nö. Oder im Care Package ein Lodestar. Arschloch. Hängt's wieder? Nee. Create a Class. Habe ich ja schon Black Hat? Ich glaube, wir haben schon Black Hats. Ja, haben wir schon. Hi. Hi. Hallöle. Junger Padawan. Commander Krieger. Jetzt haben sie dich zuerst erkannt. Genau, wir machen jetzt so ein Counter, wer zuerst erkannt wird. Ach, machen wir ab jetzt, ne? Nachdem sie letztes Mal mich zuerst erkannt haben. Nee. Aber du führst 2-1. Oh, ha. Gut. Also startest du mit Handicap. Ja. Da bringt ja auch nicht viel. Ja. Joel, geh mal raus. Da ist Commander Krieger drin, kannst nicht rausgehen, Alter. Ey, du Möse. Das ist X-Over. Der sagt, Joel, geh mal raus, das scheint wohl ein Kumpel von Over zu sein. So, das ist ein guter Kollege. Wenn es ein guter Kollege wäre, würde er jetzt rausgehen. 1,67 hat hier das möchte gern Snoop Gedöns. Möchte gern Snoop Dogg, ja. Ja, übrigens, Freunde, wir haben jetzt gerade mal so rausgekriegt, jeder hat momentan auf der PS3 den Nat-Typ moderat. Mal sehen, ja. Wie lange die Kirche noch dauert. Leider Gottes. Submachine, nehmen wir hier wieder meinen Schätzeken. Ich mag die Waffe. Machen wir so. Kann ich darauf scheißen? Dann nehme ich hier noch einen zweiten Black Hat mit. Nee, einen Black Hat. Ich habe noch nie in meiner ganzen Black Ops 2 Karriere Black Hats benutzt. Die sind doch eigentlich nur dafür da, dass wenn irgendwo eine S-Mine rumliegt. Nicht nur das, du kannst damit auch dein Care Package aufnehmen oder switchen, glaube ich. Die switchen tust du mit Engineer. Kannst du es durchbowlen. Weiß ich nicht. Aber kann man mit so einem Black Hat auch irgendwelche Abschlussserien übernehmen? Feindliche Lodestar am Himmel, mein Lodestar. Nee, du kannst aber damit Sachen zerstören. Na, nehme ich mal einen mit. Probieren wir mal aus. Equipment and care packages or disable enemy vehicles. Das klingt doch mal nicht schlecht. Und wie mache ich das? Einfach nur. Einfach draufhalten. Wie eine. Also mit R2 oder so dem Gedöns und dann drauf und dann lübt. Also wie eine Knarre mit. Nur mit dem Wurf. Mit einem Granatwerfding zielen. Ja, Mann. Ja, also übrigens, meine PDW ist jetzt gerade in Maximum Prestige gekommen, im Gegensatz zu mir. Ja, ich spiele. Also nicht Maximum Prestige, Maximum Level, ich könnte sie jetzt prestigen, so. Echt? Krass. Hast du die ganze, das ganze. Es hängt. Oh, phew. Hast du die ganze Zeit nur mit der gespielt, oder was? Nee, ich habe auch die MP7 auf Level 4, die Vector auf Level 12, die MSMC auf Level 7. Ja, aber also ich habe jetzt die MSMC und habe mit der. 300 Kills. Wie viel hast du mit deiner? Mit meiner PDW? Oh Gott, wo gucke ich das denn nach? 340 Kills, krass. 14, 32 Headshots. Kann ich dich so hier irgendwie vergleichen? Ah, Compare. Super. Ich will mit Semtex Compare. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ach so! Kannst du nur deine eigenen Waffen vergleichen, oder? Ne, mit dir wahrscheinlich. So, komm her. PDW. Habe ich 231. Ich habe eine bessere KD und eine bessere Präzision. Okay, bei der MSMC hast du sogar eine bessere Präzi als ich. Aber ich habe eine bessere KD. Und du machst mehr Headshots. Nee, machst du mehr. Bei der MSMC nicht. Ja, da habe ich aber auch fast fünfmal so viele Kills. Ja gut, PDW liegen wir relativ
was heißt relativ gleich? Ich habe ja 100 Kills mehr. Oh, guck mal, ich habe hier eine 2er-KD. Also ich habe mit der Typ eine 1-2. Ah, Dieu le bleu. Wo ist denn der Rest von uns hier? Biestwaffe, Alter. Wo bist du? Ich? Ja. Bin wohl gerade rausgeflogen. Ich habe meine Biestwaffe gefunden. Die B2R3. Ja, aber komm da jetzt mal rein jetzt hier. Pistole. Compare die mal. Das ist ja echt mal überkrass. Hallo. Ja, ich bin am Reconnecting to Party. Ich bin also gleich wieder auf dem Schirm. Reconnecte die schneller. Ja, Freunde, so kriegen wir auch mal 5 Minuten rum. Ja. Kennen wir, dass wir so viele Stunden spielen. Wir warten nur noch auf dich. So, jetzt kann ich wieder reinkommen. Joint Session in Progress. Tada. Scheiß Hardpoint, ey. So, denn, wo war ich jetzt gerade bei? Combat Record. Weapons. Und dann die B2R2. Die hat nämlich, bei der habe ich nämlich eine 20er Präzision und eine 3,5er KD. Bei der Pistole. Mhm. Das kann ich mal stehen lassen. 7 Kills mitgemacht und nur einmal gestorben, wenn ich sie in der Hand hatte. Wird meine neue Lieblingswaffe. Aber die ist echt Biest. Für eine Pistole ist die echt saustark. Hast du die schon mal mitgenommen? Welche? Die 3-Schuss-Pistole. WLAN, ja. Komm mal. Wir haben es geschafft, wir haben sie wiedergefunden. Haben wir schon mal gegen... Also ich hab Waffen oben. Ey, hoffentlich komme ich in YouTube vor, weil ich schon gut bin. Denkst auch, du bist gut. Das ist klar, dein Maul. 2,7er KD, der Prestige-10er. Der hat keinen scheiß KD, der ich hat... Boah, die haben alle scheiß KD, das sind nur so Lappen. Die haben alle scheiß KD, sind voll die Lappen. Ihr seid Lappen. Oh, Over, bitte, bitte. Kreis. Ich hab mich dann auf YouTube gefunden. Du alter Sack, Alter. Also, die werden ja jetzt schon beleidigen, was sind das für Assis, ey? Hardboy. Muss Mutti mal ein paar Nackenschläge verteilen zu Hause. Siehst du Weihnachten? Du gehst auch direkt auf die Barrikaden, ne? Ja, mir gefällt's einfach nicht. Guck mal, die kommen gerade bei uns rein, sagen, yeah, wir haben es wieder geschafft, dann Lappen und bla und muss so, keine Ahnung was. Anstatt sich zu freuen. Andere, die würden echt ein Fass aufmachen und, erstmal schön vor Freude eine Pulle Whisky aufreißen und die werden hier gleich ausfeiern. Habt ihr gesehen, Freunde? Ich will jetzt nicht meckern, ne? Aber habt ihr gesehen, wie schnell ich tot war? Schreck nicht durch so. Nur ein Assist. Wo sind denn die? Gerade unten ist der eine ins Flugzeug reingegangen. Nein, hey, dieser Commander Krieger! So. Mir egal. Ich habe ein Care Package. Krass, wie schnell ein Care Package ist. Machst du einmal hier wupp. Ich krieg schon ein Care-Package. Ja, ich krieg mir echt geschenkt heutzutage, ne? Mein Care-Package! Ja, ist scheiß ASIX, die kannst du haben. Komm. Na, was bist du? Alter. Du darfst weiterleben, Krieger. Ich glaube, hinter mir kam einer. Oha. Ja, von da. Irgendwo habe ich einen gehört, aber. Ich hätte mal was zum Geier mitnehmen sollen. Ich hätte doch mein Black. Ja, klar. Hier. Auf die Distanz. Da bräuchte ich. Ein Magazin hier von der HMR.
Natürlich auch die Scheiße, wenn du keine, wie heißt das? Du bist sofort tot. Das meine ich, Freunde. Ich will ja nicht heulen, aber ich meine, ich schieße auf den. Und stirb's erstmal, ne? Hast du das gehört, wie ich aufgeregt habe? Nee, hab ich nicht. Was war denn? Ich hab da eine Semtex reingeworfen, einen Double Kill gemacht. Ja. Und da schreien sie rum, oder was? Ja, so eine Scheiße, so eine Kacke, blablabla. Hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. Wer ist denn da? Wer tötet den jetzt? Keiner. Hast du was zum kaputt machen? Ja, aber ich kann mal in die Klasse wechseln, wenn du möchtest. Na, ich gehe mal da oben hoch. Ich sterbe wahrscheinlich sowieso gleich, also. Gun down, stand by. Ich suche hier eigentlich den, der gerade den Stealth Chopper oben hat. So, jetzt ist der Stealth Chopper oben, aber ich sterbe nicht, damit ich die Klasse wechseln kann. Und selber umbringen will ich mich jetzt aber auch nicht. So, jetzt aber. Wo ist er jetzt? Stacy. Stell Soletta, wo bist du? Bist du jetzt schon weg oder was? Ah. Pass auf, das sind wieder so Leute, die nachher beleidigen müssen. Ja. Oh, sag ich. Na klar. Auch wenn sie jetzt vielleicht KD-technisch besser darstellen, aber eventuell verlieren sie. Und das wird die nerven. Oh, ich gamme jetzt hier mal ab. Viel Spaß. Sei dir gegönnt, diese Runde. Ja, ne? Die kommen ja nicht mal. Schön die Semtex auf die Brücke gezimmert. Ja. Deswegen heiße ich nicht Mr. Zivir. Sehr so schön einmal im Standgeschütz weggeholt. Hä? Du bist sofort platt, sofort weg. Hardpoint ist scheiße. Ich weiß auch nicht, auf die Idee kam, diesen Modus zu spielen. Geile Kirsche. Ich komme auf die Idee. Also ich mag Hardpoint überhaupt nicht. Weil, was geil wäre bei Hardpoint, wenn du wirklich, wenn du im Hardpoint stehst, Punkte kriegen würde. Ja, okay, nein, ist klar. Wollen wir die Hunde kaputt schießen, Krieger? Mir egal. Genau, den richtigen kaputt gemacht. Hunde? Ja. Von wem? Vom Gegner. Also aus jeden kleinen schwarzen Knuffel da. Wie hat der sich denn Hunde erschimmelt? Ja. Also wenn die wirklich... Ja. Das ist kein Thema, aber... Irgendwann kriege ich ein Gast-Gameplay, wo ich dann der Leidtragende bin. Krieger. Das Ding ist doch, die sind doch so... Wir haben auch am Anfang gehört, wie die reingekommen sind. Das sind doch sowas von die obercoolsten Magas überhaupt. Die kriegen Hunde geschenkt, wenn sie ein Spiel starten, weißt du? Das ist, glaube ich, dieser Super, wer auch immer, Typ, der die hat. Also der hat echt Connection von der Papst von, ne? Lauf gerade um die Ecke und bin schon tot, bevor ich überhaupt um die Ecke bin. Sticky. Also kannst du mir sagen, aber die meisten Leute, die eine fette KD haben, die haben einfach eine fette Leitung. Also, was heißt... Natürlich. Gehört auch ein bisschen Skill und einfach eine Leitung, die pwned. Ja.
Enemy down. Das Traurige ist aber, dass viele, die halt so eine fette KD haben, wirklich der Meinung sind, das liegt 100% an ihrem Skill. Ich will nicht abstreiten, ja, dass die Leute gut sind. Ganz ehrlich, du musst auch mal so sehen. Also, wenn du gut spielst, du kriegst ja gar nicht mit, dass andere eine Scheißleitung haben. Woher willst du es mitkriegen? Ja. Woher? Eben. So wie jetzt gerade. Sowas von derbs an dir vorbeigemessert. Ja, das Messern ist auch hart gemacht. Aber irgendwie haben die Hunde nicht viel gerissen, ne? Also ich bin einmal durch die Hunde gestorben. Aber auch so jetzt nicht mitgekriegt, dass die jetzt hier großartig rumgeraped haben, die Hunde. Alter, ich kippe nur leicht rum. Ich glaube, da hat sich ein ganzer Clan gefunden, die alle gemeinschaftlich mit der 2K-Leitung spielen. So, T-Bang wir den mal ein bisschen. Kannst du vergessen, Krieger. Sobald du auf einen von den Trips da schnell wieder tot bist, kannst du ja nichts machen. Sofort tot! Sofort platt! Und bevor sie sich jetzt was einbilden, wenn sie das Video sehen, nicht wegen irgendwelchem Überskill oder sowas. Nein, ach, können sich ja was drauf einbilden, wenn sie es wollen. Mich trifft's nicht. Ja, mich ärgert's einfach. Ich weiß einfach, wie ich momentan Stand auf der Xbox bin, wo die Leitung wenigstens einigermaßen passt. Und das ärgert mich dann echt immer, wenn ich... Also sorry, Leute, dass wir uns auch einen vorholen. Also ich meine, wir würden definitiv von denen, also ich jetzt zumindest, ich würde von denen zerfickt werden. Die haben ein wesentlich besseres Aim, gar keine Frage. Aber die Geschwindigkeit, ich, pass auf, ich zeig's euch jetzt einfach mal in der Killcam. Ich renne jetzt einfach mal hier dumm rum. Da, das war ein Headshot, wie viel ich da reinronzen muss. Genauso wie jetzt. Ich krieg nicht mal wirklich. Ich bin sofort platt. Ich sehe ihn noch nicht mal. Guck mal hier, wie lange er auf mich schießt. So lange habe ich nicht auf den geschossen. Das Ding ist auf jeden Fall, ich krieg nicht mal mit, dass die auf mich schießen. Ich fall einfach tot um. Ich bin Prestige-Master und ihr? Also der steht dann 15 zu 29, also 24. Und habt ihr gerade die Verbindung gesehen? Ich gebe euch meinen Tipp, spult nochmal zurück. Schaut euch die Verbindung an, wie die, was die für eine Connection hatten. Ja. Hier ist wieder ein Super-Gameplay von Commander-Krieger, dem alten Spast. Da, Commander-Krieger, dem alten Spast. Ja, ob ich echt mal ein 15 zu 24... Ich mache ein Bild und glaubt mir das keiner. Ja, mach mal ein Bild. Viel Spaß. Sag mal, One Man Army soll mal aufhören, die Leute zu beleidigen. Alles klar. Wenn hier einer die Spastis beleidigt, bin ich das. Also ohne Scheiß, Leute. Ich weiß nicht, warum, was los ist. Ist es was Besonderes, mich zu zerficken? Im Spiel. Wir sind auch nur Leute. Nee, ich bin auch ein scheiß Zocker. Aber die bilden sich so dermaßen ein darauf ein. Ich habe meine Abonnenten, meine Größe, meine Reichweite und den ganzen Sabradi habe ich nicht bekommen, weil ich der ultimativ geilste Zocker bin. Wenn man in Solution, Elotrix so eine Klatsche reindrückt, dann kann man sich was einbilden. Aber vor allem, ich muss sagen, 15-24 finde ich nicht unbedingt eine Klatsche. Ich sag mal, ich habe auch schon Gameplays gespielt, wo ich mir, die mir relativ normal vorkamen mit 15 zu 24. Ja, aber. Da habe ich mich nicht derbe geklatscht gefühlt bei sowas, weißt du? Ich sag mal so, für meine Verhältnisse, doch. Das ist, für mich ist das eine Klatsche für meine Verhältnisse. So wie ich mich selber einschätze, ist das für mich eine Klatsche. Und ich habe ja auch kein Problem damit. Ich weiß ja, dass ich scheiße bin. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, oh Leute, also ganz ehrlich, ich bin hier der Held vom Erdbeerfeld oder so. Nö. Aber ich weiß, dass ich besser sein kann, wenn die Leitung von Oder das zumindest, ich würde klar, die Tode, wo man, ich sag mal, zeitgleich mit dem Gegner in die 1-gegen-1-Situation geht
und es sind wirklich welche, die besser sind, die besseres Aim haben, bla 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 blub, dann ist man tot. Klar, aber es sind halt die Situationen, wo man den Gegner von der Seite oder von hinten erwischt, fängt an zu schießen und naja, aber er dreht sich um, zuckt einmal am Controller. Man feuert schon vorher. Genau, und er, oder man, oder genau, oder du sagst es, man reagiert zuerst, man schießt zuerst, aber irgendwie kippt man trotzdem zuerst um. Ja, weil die die Kugeln letztendlich fressen. Die fressen. Ja. Wieso kommen nur die gleichen Maps? Ja, warte mal, ich sage mir Bescheid, dass sie nicht beleidigen sollen. Jungs, bitte, egal wie sehr euch manche auch nerven, nicht zurückbeleidigen. Da stehen wir einfach drüber. So. Also ich muss mich da nicht von irgendjemandem ins Ohr stöten lassen. Der Dombe ist ein Nachjoiner. So, und das ist der Grund. Deshalb macht es so keinen Spaß mehr, auch diese Spiele zu zocken. Sowohl mir als auch, was weiß ich, Max FPS. Daher bringen wir die Gast-Gameplays. Warum bringen wir sie? Weil, okay, wir reißen keine Spiele, aber wenn wir dann spielen, ich meine, guckt euch jetzt mal die letzten Episoden an. Es ist immer so, dass wir in Lobbys kommen, wo uns Leute kennen. Oh, hier, guck mal, da und da. Ist ja auch alles gut und schön. Aber dann wird beleidigt und all der ganze Scheiß. Sorry, Leute. Erstens, ich habe euch nie was getan. Ist es was Besonderes, mich als Spasti zu bezeichnen? Jemand, den ihr nicht kennt? Also, sorry, es ist einfach nur respektlos und zeigt einfach nur, in was für einer sozialen Umgebung ihr groß geworden seid. Und dass ihr eigentlich die Leute seid, die die ganze Zeit hier schön mitten im Leben rauf runter schauen. Oder zumindest teilweise auch hingehören. Denn das Ding ist einfach auch, wie du schon sagst, es macht einfach keinen Spaß zu spielen, weil wir sie erkennen dich. Dann kommen erstmal die blöden Sprüche. Letztens auch erst, also ich habe es auch regelmäßig, dass Clan-Member mir sagen, dass die irgendwie in meinem Namen beleidigt wurden. Und das ist einfach nervig. Ich meine, meine Clan-Leute möchten auch einfach normal zocken können. Und nur weil sie jetzt SMTX im Clan-Tech haben, habe ich auch keinen Bock, dass die irgendwie beleidigt werden oder sowas. Und vor allem auch, was ich auch das Gefühl habe, wenn ich erkannt werde und Leute, Abonnenten gegen mich zocken, ich sag nicht alle, ich sag jetzt einfach nur bei einigen, habe ich das Gefühl, dass sie dann auch krassiger spielen. Dass sie dann mehr campen, dass sie dann, weiß auch immer, einfach irgendwie einen wirklich versuchen, das Gameplay kaputt zu machen. Weißt du, was ich meine, Krieger? Ja. Und das ist einfach dann... Ja, und das ist einfach dann das, wo ich mir sage, ey Leute, das geht gar nicht. Und dann wundern sich viele, dass man, ich hab zum Beispiel vorher auch auf den Konsolen, auf PlayStation, sowohl auch Xbox, auch immer mal wieder Abonnenten in der F-Liste gehabt. Einfach mal so ein paar rausgeschmissen, ein paar reingenommen, immer so ein bisschen durchgemixt und sowas, immer mal ein bisschen mitgespielt Sekunde, und sowas. Ich muss nochmal eben kurz jetzt synchronisieren, wenn es runterzählt. 3, 2, 1, jo, ganz weiter, und, sorry. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil es wird einfach, die ich dann in der F-Liste habe, die joinen mir dann quasi nur noch nach und, ich habe halt nicht Lust, immer gegen die gleichen Leute zu spielen. Und dann heißt es dann auch, Semtex, du bist arrogant, weil du mich von deiner Liste gelöscht hast. Und dann denke ich mir, das hat doch mit Arroganz nichts zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass man mal vernünftig spielen möchte. Weil wir sind wir sind auch Menschen. Wir sind keine Vollzeit-Entertainer oder Fernsehprogrammfiguren oder fiktive Leute oder sowas. Wir haben eine Freizeit. In der Freizeit möchten wir auch gerne mal einfach mal spielen. In unserer Freizeit oder wie jetzt auch bei dir in deiner beruflichen Zeit machen wir die Videos und ich meine, wenn wir Spaß dran haben, habt ihr auch mehr Spaß an den Videos, weil es auch mehr und bessere Videos gibt. Genau. Aber ich denke, es hat viel damit zu tun, das ist so der Neid, der einem dass die gönnen einem so, was weiß ich, den Dreck unterm Fingernagel gönnen sie einem nicht. Geschweige denn ein paar tausend Fans oder sowas. Ich meine, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, sagen wir es ganz ehrlich. Eben, du hast ja nicht, bist nicht auf eBay gegangen, hast ja 3000 Abonnenten gekauft. Wobei, wieso eigentlich nicht? Lohnt sich ab einem gewissen Punkt, ne? Och Mann, ich drück nie R1, das ist scheiße. Wie R1? Und das ist wieder das Phänomen mit der Leitung. Die eine Runde gerade war ich, glaube ich, mit, was war das? 17, 18, 19 zu 3. Meiner Meinung nach ziemlich gut dabei. Und hab vor allem mit der Pistole Leute weggeholt und sowas. Halt, träume ich sonst von. Und jetzt sind wieder Runden, da kriegst du echt nichts kaputt. Du kommst dir vor, zum Gegner einen Juggernaut anhaben oder sowas. Und das kann nicht daran liegen, dass ich von einer Runde auf die andere mein Skill verkauft habe oder sowas, sage ich jetzt mal. Das liegt einfach daran, dass es mit der Leitung nicht passt.
das ist doch eine geile Idee hier, warte mal. Pass auf, jetzt kommt's. Knaller der Woche, pass auf. Muss aufpassen, dass jetzt hier keiner kommt. Gut. Okay. Oh, Sentry Gun ist natürlich drüben. Scheiße. Ja, egal wo du da gehst, du kriegst auf Fresse. Ja, oder die werden die Kills weggenommen. Aber so, ich meine, hier, das ist eine Lobby, hier geht's schon wesentlich besser. Hier, ja. Also zumindest ich halt's Maul. Wollte gerade sagen, wie fair das Spiel ist. Okay, zwei Leute, ich habe nur einen gesehen, okay. Damit kann ich ja leben, das ist ja für mich respektabel. Ja. Gut, das war jetzt nicht respektabel. Weil ich weiß nicht, es sind einfach ein paar Sachen in so Ballerspielen, die ich nicht verstehen kann und das auch unter anderem wirklich Hardcore-Schimmler. Ich frage mich wirklich, ich meine, Krieger, was ist der Hauptgrund, warum man Videospiele spielt? Spaß haben oder nicht? Dafür wurden die Dinger erfunden und das sollen die Dinger bringen, sollen Spaß bringen. Ich habe doch keinen wirklichen Spielspaß, wenn ich den ganzen Tag nur in einer Ecke sitze und warte, dass einer mir vorbeiläuft. Das macht doch keinen Spaß. Man freut sich vielleicht hinterher, weil man eine schöne KD hat, aber das ist doch kein Spaß. Das ist doch keine Freude. Ja, aber das hast du ja überall. Ja, aber das kann ich echt nicht verstehen. Und dann hast du einen Prestige-10er mit einer 4er KD oder sowas und dann guckst du dem mal beim Spielen zu oder sowas, dann siehst du, dass er nur sitzt. Oder Semtex 7-10 hat. Ja, immerhin noch 7, also ohne den hier wären es nur 6. Ich hoffe, dass das Gameplay nicht, dass der Ton nicht leckt. Also sollte der Ton laggen. Das Problem ist, ich render gerade 3 Gameplays nebenbei, nehme auf, rekorde die Skype-Konfi, hab Skype am Laufen. Also mein PC ist ordentlich ausgelastet gerade. Wenn es laggen sollte, tut es mir leid. Dann sorry, dickes fette Sorry. Aber ab der nächsten Folge. Guck mal, ich habe jetzt gerade so viele Abschlussserien gekriegt. Ja, was hast du denn? Was spielst du denn? Ah, war klar, dass ich da auch so Fresse kriege. Ja, was heißt so viele? Ich habe meine Dinge auf jeden Fall einmal erfüllt. Oh, warte, ich hab Blackheart. Wo ist er? Da. Hab ich auch. Was willst du damit jetzt holen? Mit Blackheart kannst du auch das Geschütz ziehen. Oh, nice. Ich glaube sogar durch Wände. Ja gut, aber um das dann genau zu sehen, brauchst du einen Engineer, ne? Hast du es jetzt kaputt geblackheart? Ja, nee, ich hab's kaputt geschossen. Oh, das könnte noch klappen. Komm. Nee, könnte mal klappen. Und das ist es wieder. Was dir jetzt auch gerade mal auffällt, woran ich auch merke, wenn man mit der Leitung hinterher hängt. Es kommt dir vor, wenn du versuchst, so die Gegner zu ziehen, dass die wirklich in einem Blitztempo hin und her gehen. Weißt du? Weil man eigentlich sich ganz normal aneinander vorbeigewegt, aber die bewegen sich irgendwie so schnell, dass du echt nicht hinterherkommst mit dem. Ich finde es, es sind so zwei Leute mal in der Lobby, wo du das erkennst, irgendwie. Ja, ich hab echt bei einer 6er Lobby sind 2 dabei, die bei denen kippe ich grundsätzlich tot um, sobald ich auf die treffe, und bei den anderen 4 komme ich zurecht. Und manchmal habe ich Glück und ich treffe 5-6 Mal hintereinander die anderen 4 und manchmal habe ich Pech, ich treffe nur die beiden. Okay. Viele Leute haben mir gesagt, ich soll mit der M8er 1 spielen übrigens. Mit der kann ich noch spielen, die habe ich noch nicht. Die gibt's erst ab Level 49. Ja, und ich muss sagen, ich habe die auf Xbox schon ein paar Mal ausprobiert. Also ich selber komme mit der AN94 wesentlich besser klar als mit der M8. Burstwaffen sind einfach eine Sache für sich. Und wenn das mit dem Aim mit der. Du magst Burstwaffen? Ich finde es wieder Burstwaffen. Also, was heißt? Ich muss einfach ein bisschen rotzen können. Phänomenal, ey. Ich krieg wieder hier auf die Fresse. Und ich muss sagen, die AN94 ist echt eine extrem harte Headshot-Waffe. Du zielst auf den Gegner drauf und dadurch, dass die so ein bisschen hochzog, hast du echt so oft mal, dass du einen schönen Headshot landest. Also mit keiner Waffe habe ich so eine gute, ich sag jetzt einfach mal Headshot-Quote, wenn man so nennen möchte, wie mit der AN94. Das ist echt Traum bei dem Gerät. Komm. Nur schade, nein, da kommt er! Komm, der Assi.
Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum ich manchmal keine Killcam habe. Das stört mich manchmal richtig. Dann will ich mir die Killcam extra angucken. Naja. Das war heute Flame to Commander. Ja. Wir geloben Besserung, Freunde. Wir geloben Besserung. Ja, ich hoffe es zumindest. Eben. Ich denke mal, morgen wird er wieder wesentlich entspannter werden. Genau. 9-13, oh mein Gott. Und wir sind raus. In diesem Sinne, gut Schuss. Tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ist es für euch okay, wenn ihr, was weiß ich, so jetzt bis Weihnachten oder so, wenn wir es hinkriegen, 2 Road to Commander-Folgen pro Tag bringen oder längere? Ich würde eher sagen 2. 2 würde ich auch gut finden. Dann sollen wir die kürzer machen? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Genau. Mehr, weniger, gleich. Passt. Eben. Gut, in diesem Sinne, gut Schuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.